Hallo Filmfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Filme for Life. Heute zu einem neuen Giallo und zwar Der Tod trägt schwarzes Leder von Massimo Dalamao aus dem Jahre 1974. Der Regisseur konnte leider nur sehr wenige Filme realisieren, denn er ist bereits 2 Jahre nach diesem Film durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Nichtsdestotrotz hat dieser Regisseur wirklich 2 wichtige Beiträge zum Thema Gialli gebracht. Und zwar einmal eben diesen Film hier, Der Tod trägt schwarzes Leder. Und dann noch den Film Das Geheimnis der grünen Stecknadeln. Den werde ich euch auch irgendwann mal vorstellen. Aber heute soll es eben jetzt um diesen Film hier gehen. Ich möchte euch jetzt zunächst mal kurz die Edition hier vorstellen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was über den Film erzählen. Beziehungsweise auch natürlich, wie ich ihn fand. Ja, hier handelt es sich um das DVD-Digipack von Camera Obscura, einem Label, dem ich leider erst jetzt oder das ich erst jetzt kennengelernt habe. Wir haben hier das, ja, ein wirklich sehr nettes Cover. Kurz vorausgesagt, es gibt hier natürlich auch eine Blu-ray. Die Blu-ray ist aber sehr teuer. Also auf der Börse kostet die 60 € im Internet über 100. Es gibt auch ein Blu-ray Media Book. Das beinhaltet dann die 2 DVDs, die hier drinnen sind und natürlich noch die Blu-ray. Bekommt man aber unter 100 € auch leider nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, die DVD hat wirklich sehr gutes Bild. Wir haben hier jetzt die Rückseite, ist immer bei Camera Obscura so im Seiten, also seitlich im Querformat. Finde ich wirklich irgendwie ganz cool. Ja, dann packen wir das Ganze jetzt mal aus. Also wir haben hier einen Schuber. Ja, der Schuber ist nichts Besonderes. Dann haben wir hier, oh, super schön, die zweite Staatsanwältin im Film und natürlich den Kommissar. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auch nochmal den italienischen Titel. Der gehört natürlich auch dazu. Und dann haben wir hier noch ein, ja, sehr schönes Bild. Ich finde eigentlich die Aufmachung ist ganz nett. Und wenn man das Ganze hier aufklappt, haben wir hier eben dann ein Booklet und die 2 DVDs. Wir haben hier einmal den Hauptfilm und einmal eine Bonusdisc. Auf der Bonusdisc sind dann 2 Interviews mit dabei. Ja. Genau, dann haben wir hier noch ein Booklet. Das Booklet ist unter anderem geschrieben von Kai Naumann, Die Leiden der jungen Mädchen. Ist wieder typisch, also wir haben hier eben ein wirklich sehr interessantes Booklet und ich muss auch sagen, es ist wirklich großartig geschrieben und sehr informativ. Also jeder, der irgendwie Interesse an dem Film hat, sollte sich definitiv diese DVD mal zulegen, denn ja, wirklich sehr gut geschrieben und sehr informativ. Und das Besondere an Camera Obscura ist natürlich, wir haben hier auch immer noch eine englische Version mit dabei. Da steht im Prinzip genau das gleiche nochmal, aber halt auf Englisch. Finde ich auch immer eine coole Sache. Ja, macht das Ganze irgendwie international ein bisschen besser vermarktbar. Und wir haben hier auch noch einen zweiten Autor mit drinnen, und zwar Andrea Napoli oder Napoli. Ja, geht hier vor allem dann um auf die Nacktszenen und dem Hardcore-Szenen im italienischen Film im Allgemeinen ein. Wirklich sehr interessant. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Genau, um was es im Film geht und allgemein was ich von dem Film halte, werde ich euch jetzt noch im Nachhinein erzählen. Was hier auf jeden Fall auch an Gewalt geboten wird, ist teilweise wirklich sehr interessant. Wir haben nämlich hier eine zerstückelte Leiche zum Beispiel. Wir haben hier natürlich wieder ein Fleischermesser, das ordentlich in die Tat greift und einige schöne Morde verursacht. Ja, aber um was es jetzt darin in diesem Film geht, werde ich euch jetzt in den nächsten Minuten noch erzählen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Review.
Ja, nachdem ich euch jetzt diese wunderschöne Edition von Camera Obscura mal ein bisschen näher gezeigt habe, möchte ich euch natürlich auch noch ein bisschen was über den Film erzählen. Doch zunächst einmal, um was handelt es sich oder um was geht es eigentlich in dem Film Der Tod trägt schwarzes Leder aus dem Jahre 1974? Also am Anfang des Filmes wird ein minderjähriges Mädchen oder eine minderjährige Mädchenleiche auf einem Dachboden gefunden. Zunächst meint man, es ist Selbstmord gewesen, doch dann stellt sich nach den Nachforschungen doch heraus, es war Mord. Und ja, daraufhin beschließen dann die Kommissare, sich eben diesem Mord anzunehmen und zu ermitteln. Es spielt hier auch eine wirklich sehr, sehr gut besetzte Staatsanwältin mit, die hier eine sehr gute Rolle spielt. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass vor allem bei diesem ja, sehr tabuisierten Thema der damaligen Zeit auch eine weibliche Hauptdarstellerin mit dabei ist. Die Kommissare oder die Ermittler spielen hier wirklich auch eine sehr interessante Rolle und machen ihre Arbeit auch wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier als Thema natürlich ein Thema, das zur damaligen Zeit sehr skandalös war. Und zwar geht es hier einfach um Prostitution, vor allem von minderjährigen Kindern bzw. Jugendlichen, eben die anfangs dargestellte Leiche eines 15-jährigen Mädchen war es, genau. Und das ist natürlich schon ein sehr, ja, ein sehr kritisches Thema, das hier vor allem dann schon den Film ein bisschen Richtung Sozialdrama auch einordnen lässt. Denn dieser Film ist nicht direkt, ja, als Giallo zu bezeichnen. Denn wir haben hier einerseits natürlich Giallo-Elemente, wir haben hier aber auch die typische Polizei-Thriller der italienischen 70er und wir haben hier eben auch gewisse Sozialkritik, die hier an den Tag gelegt wird. Und deswegen würde ich sagen, kann man diesen Film hier eigentlich drei Genres zuordnen. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal bei mir in meine Giallo-Review-Reihe mit aufgenommen, denn ich finde einfach, der Film gehört definitiv einmal besprochen. Hier will ich auch nochmal gleich auf das Video vom lieben Chris vom Kanal Lord Gangnamfull darauf hinweisen. Der hat zu diesem Film auch schon eine Review gemacht. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne mal anschauen. Ich verlinke sie euch dann unten in der Infobox. Doch zunächst, was macht eigentlich diesen Film außer dem Thema noch so besonders? Was ziemlich interessant ist, dass Italien früher Filme drehte, die dann für den ausländischen Markt noch Hardcore-Szenen beinhalten sollten. Und in dieser Edition von Camera Obscura sind tatsächlich auch Hardcore-Szenen als Bonusmaterial beigelegt. Diese dauern so knapp 4,5 Minuten und sind in einer Optik geträgt, als wäre es etwas ja, versteckte, irgendwie Kamera irgendwo in der Wand versteckt, aber hier wirklich passend zum Film. Und diese Szenen wurden aber anscheinend nie verwendet, sondern sie wurden nur gedreht und blieben dann irgendwie ja, unveröffentlicht, aber sie haben trotzdem so in gewisser Weise ihren Reiz und passen auch zu diesem Film. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, finde ich es gut, dass man sie nicht eingesetzt hat, denn in diesem Film werden diese Begegnungen zwischen diesen minderjährigen Kindern und diesen alten Männern immer nur per Tonbandaufnahme dargezeigt oder präsentiert und allein diese Aufnahmen sind eigentlich schon so verstörend, dass hier eine bildliche Visualisierung fast noch ein bisschen zu krass gewesen wäre. Die Hardcore-Szenen sind natürlich so gedreht, dass man keine Gesichter sieht. Somit handelt es sich da natürlich um Doubles, also um ältere Schauspielerinnen, die hier eben dann die
die Szenen nachgedreht haben. Nichtsdestotrotz ein wirklich ja sehr interessantes Gimmick, das hier auf der DVD mit dabei ist und das auch im Booklet sehr interessant beschrieben wurde und definitiv auch eine kleine Empfehlung ist, sich das Booklet hier nochmals durchzulesen. Der Film kann aber natürlich auch mit anderen Kameraeinstellungen zum Beispiel sehr, sehr punkten, ne? Denn die Verfolgungsjagden sind wirklich sehr actionlastig gedreht. Auch die Darstellung von den Jugendlichen, von dem Thema der Mutter zum Beispiel eines Mädchens, die in so einem ja, Jugend Ring mit dabei ist, dass sie einfach keinen Zugang zu ihren Kindern, zu ihrem Kind hat, beziehungsweise wenn der Zugang besteht, dann bedroht sich das Kind selbst. Und im Allgemeinen oder im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist dieser Film wirklich als ernsthafter politischer Giallo ein wirklich großartig gemachter Film, der wirklich ernst ist, nicht diesen oft im Giallo verwendeten Sleaze. Das hat dieser Film definitiv nicht, sondern dieser Film ist definitiv ernst zu nehmen. Er ist sozialkritisch, er spielt mit politischen Themen und in der Hinsicht ist es für mich definitiv ein großartiger Vertreter und ich würde diesem Film wirklich aufgrund seines Themas und aufgrund der Darstellung würde ich dem Film wirklich 8 Punkte oder 8 Rasiermesserklingen geben, denn für jeden Giallo-Fan, aber auch für jeden Filmfan, der sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen will, wie damals kritische Themen der 70er, 80er Jahren dargestellt wurden, ist der Film definitiv ein Highlight und sollte auch auf jeden Fall mal gesichtet werden. Auch wenn natürlich die Editionen sehr, sehr teuer sind, diese DVDs sind relativ günstig zu bekommen. Die Blu-rays, die ja, bekommt man leider nicht mehr, obwohl es hier einige Veröffentlichungen gibt. Es gibt diese gleiche DVD-Veröffentlichung ja auch noch auf Blu-ray, wie ich euch ja bereits erzählt habe. Aber ja, ich kann den Film definitiv empfehlen. Allerdings hat er gewisse Momente, die wirklich schocken, wenn man sich das Ganze anschaut, weil es hier eben doch um viel, ja, um jugendliche Sexualität geht, um Pädophilie und einfach Sozialkritik. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen und schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Film auch kennt oder nicht. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal Filme for Life. Also. Servus.